Morgen. Wir wühlen uns jetzt mal hier aus dem letzten Eck im Rixbud-Service raus. Und ja, dann geht's los. Wohin und wie erklären wir euch gleich. Die Leine hier rausmachen. Übersteigen und die Leine da rausmachen. Und dann kannst du langsam mit dem Boot nach hinten gehen. Und dann kann ich auch wieder aufsteigen. Nee, und dann machst du die Leine durch den vorletzten Ring, also nicht den mit dem grauen Fender, sondern davor. Soll ich jetzt machen? Ja. Festhalten, Heidi. Gut, die muss jetzt noch weiter laufen. Musst du da vorne gucken, dass du uns da irgendwie rumrum drückst. Vorne vom Bug aus gucken, dass wir da an den Pfeiler vorbeikommen. Ach so. Du darfst jetzt an Bord bleiben. Ja, ist in Ordnung. Nee, ich will den nicht abhaben, ich will eindampfen. Kannst du jetzt mal da hinten her, bitte? Kannst du mal hier her, bitte? Jetzt bitte die Kleine mal reinholen, gleich. Gleich? Halten.
verlassen den gastlichen Niveau. Also wir fahren die Havel runter, drei Schleusen, die mit Kanu-Straßen, ne? Also, ja. Richtig gelernt in dieser Reihenfolge. Und dann guck mal, wo wir heute bleiben. Wir haben als Alternative eine Mariner Straße, da waren wir noch nie. Wir haben ja, den Abzweig nach Rote und Meer. Oder ein Stückchen weiter hinter Straßen Friedberg oder noch die Schleuse Fürstenberg und dann nach Fürstenberg. Schauen wir mal. Das ist noch relativ früh. Wer hat denn jetzt bei der Brücke Vorfahrt? Ja, der ist zuerst da. Der Talfahrer, Bergfahrer gilt nur für Berufsschifffahrt. Da können Sie irgendwann mal aus der Binnenschifffahrtsordnung für Sportboote gestrichen. Denke ich, dass wir warten müssen, dass die rauskommen, richtig? Das werden wir tun. Der zweite ist ein ganz dicker und ich bin mir nicht so sicher, ob die mit uns zu zweit vorbeikommen wollen. Ob der durchpasst. Durchpassen schon, aber ja, ob die das können. Ob der das weiß. Genau. Also bis nachher. Kann man noch ganz gut ankern. Wir haben anscheinend einige übernachtet. Und von hinten kommt jetzt ein Fahrgastschiff. Die hat man hier natürlich auch immer wieder.
See. Da muss man mal mit dem Rad fahren. Und wir sind auf den Teil 8, wenn wir uns da entgegenkommen, hätte ich eine Fahrrinne. Filzsee, da haben wir gleich am Anfang eine Untiefe, die durch. Eine Rundtiefe, die durch Kardinaltonnen gekennzeichnet ist, sehen wir gleich näher. Vier gelbe Tonnen, also gelb schwarze. Und die gibt es immer nur mit einem Viererpack. Und wir lassen die in diesem Fall an Steuerbord fahren zwischen der grünen Tonne am Ufermeer und den Kardinaltonnen durch. Durch die Viere sollte man niemals durchfahren, die sind immer rundherum. Und Tiefe aufgebaut. Ich sehe gerade, ich habe den Filzsee ein bisschen nach vorne verlegt. Ja. Der kommt erst hier nach der nächsten Ausbruchtung in der Havel. Dauert also nur 3 Minuten. Die Tonnen werden wir da aber trotzdem finden. Allerdings so viele Paddler hier unterwegs, hier ist so eine Einsatzstelle hinter uns am Franzosensee, dass wir die Kardinaltonnen über außen nehmen und nicht zwischen Tonnen oder Kardinaltonnen und dem Ufer langfahren. Hier haben wir die mit den beiden Kegeln nach oben, schwarz-gelb, die nördliche. Da drüben sehen wir sie auf der anderen Seite. Die südliche und hier rechts ins Bild kommt die Westtonne. Beide Kegeln mit der Spitze in die Mitte und in der Mitte ist dann auch schwarz als Farbe. Wir fahren jetzt links rum und dann haben wir diese Tonnen umschifft. Der Schrumpfpaddler durch. Jetzt kommen die Kanuten. Die Kanuten, nicht Paddler. Doch, sind sowohl also, als auch. Paddler und Kanuten, ja. Du bist nicht im Bild. Ach so, ich bin im Bild. Irgendwie geben die Paddler schneller voran als die Kanuten. Na gut, aber die Kanuten haben auch ihr Boot beladen. So, da hinten kommen noch 2 Nachzügler von den Kanuten. Wir lernen die beiden zu unterscheiden. Oder ich lerne. Wenn die beiden durch sind, werden wir wahrscheinlich einen Motor haben. Ja, jetzt gucken wir jetzt erstmal die anderen noch, die vorbeifahren. Nee. Der Paddler und Kanuten. Strom, der kam vor den Mutterbooten raus, die lagen also weiter vorne, durften durchfahren. Danach kommen jetzt erst noch die Mutterboote, dauert also noch mal einen Moment. So, Paddler sind draußen, Mutterbootfahrer kommen raus, wir sind der zweite, gleich geht's los. Ja.
Fort Heidi. Ja. Am Backfort immer. Man fängt aber genau vor dieser komischen Kiste da, vor dem Gestell. Ja, ich glaube, du kannst den danach nehmen. Nein, oder? Warte mal. Doch, gehen wir noch weiter vor. Nee, der ist schön. Aber noch nicht, du weißt schon. Ungünstig. Immer noch weiter zurück? Obwohl, ja, beide Leinen schieben uns nach vorne. Nimm mal den hier. Was soll ich jetzt machen? Mit der Leine an den. Ja, und dann kannst du hochkommen und dann ziehen wir beide fest. Komm rein. Kann nicht weiter rein. Ja. Die habe ich ja schon hier. So, und jetzt darfst du festmachen, genau. Also festhalten. Labussee und dann kommt auch schon die Schleuse Kano. Weil die muss ich nicht korrigieren. Ich habe die jetzt gelernt, die Hubs, Kano und Straße. Da hinten sind schon die Tonnen und wird jetzt schon. Jetzt haben wir auch schon rein. Nein, der ist ein bisschen größer. Noch nicht direkt hinter den Tonnen, dann müssen wir einmal ums Eck. Aber das sehen wir gleich. Genau. Die ersten Tonnen sind schon hier. Grüne voraus, die sehen wir schon.
Also Kanu, ab auf den Kanuer See. Jetzt dauert es ein bisschen länger bis zur nächsten Schleuse. Wir könnten jetzt nach Rothe und Meer abbiegen. Anleger, den wir sehr mögen. Aber wir fahren wahrscheinlich weiter nach Pripyat. Das heißt, wir nehmen auch noch die Schleuse Dimitz-Kanu Straßen. Müssen wir hier noch auf die Paddler wieder achten. Kanuten auch genannt. So, jetzt geht es den Kanuer See und dann links rauf in den kleinen Pelletsee. Und jetzt haben wir mal ein bisschen das, wenn die Kanuten vorbei sind. Wir haben jetzt 8 Boote vor uns, 9
Vielleicht beim zweiten Schleusengang. Gibt jetzt ein interessantes Manöver da oben. Wir dachten alle, der will da noch rein in die Lücke, da passt er auch rein. Dann wollte er doch nicht, jetzt will er doch. Ja, irgendwie sollten die Verscharterer den Leuten 2 Stunden Fahrpraxis gönnen und nicht 2 Stunden Gesamteinweisung. Aber gut, das werden wir nicht ändern. Das ist die Forderung unserer Reise, sagte ich, während Heidi darüber jammert, dass Duisburg zurückliegt. Also jetzt nicht strukturell, das sowieso, sondern sie meint jetzt konkrete MSV im Fußball. Sehr versteckt. Und die Vorderkurve, da gibt es ja auch noch irgendwo ein Licht, oder vielleicht irgendwann ein rotes, ich sehe es gerade nicht. Ich sehe uns hier schon wieder rückwärts rausfahren, weil die da vorne mit der Burg nicht reinpassen, aber wir gucken mal. Wohl noch drin haben. Ich weiß ja nicht, wie weit er gucken kann. Jetzt mach mich rot. Wir sollen aber noch kommen. Sagt er? Er winkt, ja. Vor uns gehen am Backbord, oder? Wenn wir einen Platz bekommen.
Da ist Heidi. Entschuldigung. Hätte ich Anlass bekommen. Ja, ich kann ja auch aus dem Off sprechen. Das steht ja auch da. Wird dann ja auch jeder merken. Stimmt. Hören tut man dich trotzdem. Außerdem bemessen sie dich nicht im Bilde. Das ist eine andere Geschichte. Ist im Bild zu sehen, nicht im Bilde, ja. Zuerst und weiter nach vorne als unsere Klampe ist. Bitte? Ja, wir wollen aber gerne hier bleiben. Okay? Hier im Hafen sind doch für Dauerlieger hier, ne? Dankeschön. Was meint er noch? Er wollte uns nur den Tipp geben, dass innen drin auch noch Plätze sind. Aber wir wollen bleiben hier raus. Ich hoffe, hier kommt ein bisschen Ton an durch den Wind. Ich stehe hier ein bisschen im Wind in Prepat. Da ganz draußen liegen wir. Ja, Samstagnachmittag. Das ist schön hier. Die Sonne knallt. Wenn ich hin und wieder ein bisschen überschnelle Motorboote da wären, die den Hafen zum Überschwappen bringen. Aber ansonsten alles gut hier.